Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, auch heute kann ich es mir irgendwie nicht nehmen lassen, euch ein Update zu zeigen, ja, Filme in die Kameras zu halten, die ich mir neu ans Bein gebunden habe. Auf der letzten Filmbörse ist mir der Otti Bond vor die Füße gelaufen oder ich ihm von Bauch, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Auf jeden Fall klar, der ist ja öfter da, ne, und dann ein bisschen gequatscht, erzählt und getan und gemacht. Und dann sagt er zu mir, hör mal, du stehst da so auf Tüten, Kisten und Taschen voller Filme. Ich sag, ja, kann ich jetzt nicht abstreiten, das ist tatsächlich so. Er meinte, er hätte da irgendwie was anzubieten, er hätte da so ein paar Taschen voller Filme abzugeben, ob ich da Interesse dran hätte. Ja, im Otti, da überlegt man nicht zweimal. Habe ich dann gesagt, ja klar, ne, nehme ich, da brauche ich auch erstmal groß gar nicht wissen, was da jetzt so drin ist. Er hatte mir dann nachträglich noch ein, zwei Bilder geschickt, so von oben. Von den Taschen. Und da habe ich gesagt, ja, alles klar. Ich sage, ein paar Filmchen davon habe ich schon. Das, was ich so gesehen habe. Gesehen habe ich nicht wirklich viel. Ich sage, klar, nehme ich die ab. Ja, es war kein Geschenk. Ich habe es bezahlt. Wie viel ist ja irrelevant auf jeden Fall. Ich habe es nicht geschenkt bekommen. Ich habe es gekauft. Also nicht, dass jetzt hier Hinz und Kunz meint, mir würden die Filme immer nur hinterhergeworfen werden. Nein, dem ist nicht so. Ja. auf jeden Fall bin ich jetzt gerade eben da gewesen. Und habe die Dinge abgeholt, die da so im Angebot waren. Mal eben was trinken. Naja, der geht. Der schmeckt wie Fanta. Auf jeden Fall habe ich die Taschen jetzt hier stehen mit den ganzen Filmen. Überwiegend DVDs, sind aber auch Blu-rays dabei. Da gucken wir jetzt mal, was sich da so alles mir nach Hause schleppen durfte. Otti an der Stelle schon mal vielen Dank. Einfach mal so, obwohl ich jetzt nicht genau weiß, was da drin ist, aber beim Otti braucht man sich auch keine großen Sorgen machen. Die Sachen sehen immer aus wie geleckt. Ja, da wahrscheinlich guckt er die nicht nur, der hat dann immer nur Spaß, die Folie abzumachen und die ins Regal zu stellen. Und das sieht immer alles so super aus bei ihm. Fangen wir mal an. Ich grabbel hier jetzt einfach mal so rein. Born to Die. Ja, schön. Schön. Jet Li DMX habe ich noch nicht. In der Regel ist es so, wenn Otti irgendwelche Klamotten abgibt, dann hat er da irgendwie, meistens hat er irgendwie upgraded, in welcher Form auch immer, und gibt dann die Sachetchen so ab. Von daher, den habe ich, der Flug des Phönix, ne, das Original hier mit Hardy Krüger und Co., hatte ich mir letztens auch irgendwo besorgt, ich glaube hier in dem kleinen Laden hier bei uns um die Ecke. Aber das macht gar nichts. Das ist ein guter Film, den kann man ohne schlechtes Gewissen weiter verschenken, vertauschen oder was auch immer. Chuck Norris geht eigentlich immer. Ja, Hero. Das ist auch schon ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Unglaublich. Ja, schon lange, lange her. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es geht. Um Chuck Norris. Roundhouse Kick. So, zwei DVDs, ein Preis, Wall Street und Sag kein Wort. Wall Street habe ich schon. Sag kein Wort müsste ich aber auch hier irgendwo auf DVD rumstehen haben. Die Blu-ray habe ich nicht. Gut. Dann haben wir hier, ja, den habe ich auch schon. Jack Nicholson, Morgan Freeman. Das Beste zum Schluss. Der geht auch in die Tauschkiste. Ich habe den aber leider noch nicht gesehen, muss ich sagen. Mel Gibson, Was Frauen Wollen. Da habe ich das Schnapper-Case bei mir zu Hause stehen. Das ist auch gut so. Ah ja, jetzt wird es interessant. Ich meine, die anderen Sachen sind auch nicht uninteressant, ne? Auf DVD, Special Edition, Uncut, Matthäus. Habe ich den schon mal gesehen? Ich habe ja zwischendurch so Filmchen, die bei mir auftauchen, die ich mir so jetzt nicht direkt geholt hätte. Gerade so Grusel-Wusel-Klamotten oder so. Matthäus. Erschreckend wenig Bilder drauf. Nee, ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Den kenne ich noch nicht. Da habe ich aber von gehört. Frontiers habe ich schon gesehen und also andere Klamotten. Aber das Ding jetzt, ja, noch nicht. Tutis Special Edition im Schuber. Herrgott, jetzt geht der Schuber da nicht mehr drum. Kann ich noch um Stunden handeln. Augenblick bitte, kurz. Kurz Moment. Hallo? Ja, ist es denn wahr? So, jetzt aber. Jetzt hat er verloren. Alles klar. Matthäus, kann ich das Ding auch mal gucken?
Schick, schick, schick. Ach je. Oha. Na gut, auf sowas, da muss man auch Lust drauf haben, ne? National Lampoons 301. Habe ich nie gesehen. Scheiß auf an Empire. Ja, weiß nicht, so Art Filmchen, die sind irgendwie, kamen die aus der Mode irgendwann. Ja, kenne ich aber nicht. Ich glaube, wenn man mal ganz viel Lust und noch mehr Zeit hat, dann tue ich mir den mal an. Aber behalten will ich den auf jeden Fall, dass ich mir den vielleicht so mal in Reserve lege, als Reserve für die Reserve oder so. Mal gucken. Und was das kenne ich nicht. Aftershock sagt mir nichts, sagt mir nichts. Puh, vom Special Effects Team von Piraten der Karibik und X-Men erste Entscheidung, unglaubliche Spezialeffekte. Wieder das, wieder Epos, ne? Blockbuster-Epos. Ja, sind mal alles epische Filme. Tut mir leid, kenne ich nicht. Vielleicht habe ich den Trailer mal gesehen oder so, aber nee, ich glaube nicht. Aftershock, nee. Sagt mir nichts. Cool. Cool. Oha. Alexander der Große. Ja. Habe ich das? Ich glaube, das ist das. Nee, den habe ich, glaube ich, auch nie gesehen. Nein. 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 Oh, was ist das? Das ist ja TV-Movie-Edition. Ja, ach, hier ist auch nochmal, sag kein Wort oder was? Oh ja, genau, hier ist auch nochmal, sag kein Wort drauf. Und ja, den wirst du wohl wegen dem hier, Female Agents. Kenne ich auch nicht, weiß ich nicht. Ich mag diese Fernsehzeitungsfilmchen eigentlich nicht so. Aber ich muss gestehen, ich habe im Laufe der Zeit, sind die ja auch bei mir eingetrudelt. Ich habe hier noch ein paar stehen, weil ich die Original-DVD oder Blu-ray oder so noch nicht habe. Bis dahin sind das, sag ich jetzt mal, Platzhalter. Aber mögen tue ich die tatsächlich nicht. Oh ja, hier haben wir noch einen The Hunter mit Willem Dafoe. Das ist ein furchtbar langweiliger Film. Ich habe ihn mir mal angeguckt, sind tolle Landschaftsaufnahmen drin, irgendwo in Australien, wenn er da den letzten tasmanischen Tiger sucht oder so. Aber der Film ist, nee. Was haben wir denn hier? Ah ja, Machine Gun Preacher, da habe ich die Blu-ray von, der war ganz gut eigentlich. Und dann. Aha. Ja gut, okay. Ne? Das ist ein Antikörper. Da kam ja letztens auch irgendwas. Alpha Doc. Wie viel von den Dingern sind denn da drin? Die ganze Tasche jetzt voll oder was? Schauen wir mal. Das können wir dann vielleicht so ein bisschen abkürzen, weil die brauche ich nicht alle in die Kamera halten. Ja, da sind ein paar dabei. 1, 2, 3, 4, 7. Ja, da habe ich die Blu-ray von. Da habe ich die Blu-ray von. Also sind ein paar. Die halte ich jetzt nicht in die Kamera. Das können wir uns, glaube ich, sparen. Hier sind noch 1, 2, 3. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Danke, Otti. Eon Flux. Flux, Flux, Flux. Ja, so scheiße fand ich den jetzt auch nicht. Ging, konnte man gucken, aber hätte besser sein können. Ja, um es vorsichtig auszudrücken. Aber das Ding habe ich auch schon, aber ich habe das, glaube ich, irgendwie. Ich habe ein anderes Cover. Naja, gucken wir mal. Clive Owen, The International. Den habe ich auch schon. Auch guter Thriller. Polit-Thriller. Ach, jetzt habe ich den auch mal. Das ist ja witzig. Ja. Slither. Irgendwann mit Schnecken war das, glaube ich, ne? Lauft, lauft, die Schnecken kommen oder sowas. Ist das das? Ich bin mir nicht sicher. Eklig, lustig, frech, einfach klasse. Naja. Ich bin mal gespannt. Aber jetzt kann ich das Ding auch mal gucken. Das ist schön. Das mag ich so an diesen, wenn man so ein Konvolut sich nach Hause holt, da ist so viel Zeug drin, was man vielleicht nicht kennt oder sich so vielleicht eher weniger nach Hause geholt hätte, absichtlich. Dann haben wir hier Mickey Rourke, Keira Knightley, Domino. Das geht da irgendwie um so eine weibliche Kopfgeldjägerin oder sowas. Ich meine, sowas wäre das gewesen.
Den habe ich mal gesehen. Ich glaube, der war ganz okay. So, glaube ich. Ah ja, Schwarzenegger Collateral Damage habe ich auch schon da stehen auf DVD und da oben irgendwo auf Blu-ray. Das kenne ich wiederum nicht. Der Löwe von Sparta. Das ist auch wieder irgendwas Episches. Ich sehe das schon. Bla 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 bla. Kenne ich nicht. Nein. Keine Ahnung. Aber auf so Sandalenfilmchen, ja, warum nicht? Die kann man ja auch, die sind ja auch schon mal ganz gut. Marley und ich. Ja, nein. Ich habe den Film schon und ich habe ihn einmal gesehen. Nein, und ich werde ihn mir nicht nochmal anschauen, aber ich habe ihn hier stehen. Immer so als mahnendes Beispiel. Den Film will ich nicht nochmal sehen. Monster und Aliens hat mir letztens. Ja, letztens ist gut. Hatte mir, glaube ich, mal die Debbie geschickt. Die hatte das irgendwie im Angebot. Da hatte ich mir den mal rausgesucht. Habe ich geguckt. Der war eigentlich ganz witzig. Wieder so ein Ding. Bitch Slap. Und schon bin ich wieder aufgeworfen. Ne? Kein Plan, was das ist. Hinten drauf sind ein paar Bubis, aber es geht eigentlich. Aber der Film, nö, keine Ahnung. Keine Ahnung. Sagen wir hier. Ah, Tom Berenger, Billy Zane, Sniper, der Scharfschütze. Ja, Sniper-Filme, die können schon mal ganz gut sein. Gucken wir mal. Val Kilmer, Spartan, den habe ich wohl auch mal gesehen, ist schon ein bisschen was her. Aber so richtig erinnern kann ich mich jetzt nicht mehr. Dass ich den gesehen habe, weiß ich. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen für den Film. Aber ich glaube, der ging so. Sonst hätte ich den, glaube ich, komplett verdrängt. Dann haben wir hier SWAT, die Spezialeinheit. Da habe ich die Blu-ray von. Boah, Dolph Lundgren. Der guckt schon wieder so böse auf dem Bild. Was ist das? Ach, Icarus. Das ist wieder so ein gebasteltes Cover und da musst du erstmal dreimal hingucken, um den Titel lesen zu können. Icarus. Uncut. Ja. Gut. Jodie Foster, die Fremde in dir. Den habe ich irgendwie vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen. Den fand ich ganz gut. Den fand ich ganz gut. Doch, 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 doch. Uncut von NSM. Kann man das? Ja. Beutegier. Sagt mir nichts. Also das gefällt mir jetzt schon, ne, dass da so Filmchen drin sind, die ich dann so auch mal gucken kann, weil ich mir sowas hätte ich mir sonst garantiert nie einzeln mal irgendwo absichtlich besorgt. Was ist das hier? Oh, das klingt schon. Japanese Torture Box. Triple Feature. Devil's Experiment, Flowers of Flesh and Blood. The Making of Strong Uncut Edition. Da braucht man dann starken Magen für, oder? Ich denke mal, ne, weil Torturbox und Strong Uncut. Nicht einfach nur Uncut, das ist sogar Strong Uncut. Starsky und Hutch. Ja, gut. Klamauk mit Ben Stiller und Owen Wilson. Haben wir hier Armored. Mit Matt Dillon. Noch so ein paar anderen Nasen. Lawrence Fishburne. Ja. Ja. Das Cover habe ich wohl mal gesehen, aber dabei ist dann auch geblieben. Ah ja, das auch an das hier, Leonardo DiCaprio Aviator, finde ich einen ganz, ganz tollen Film. Hat mir gut gefallen, habe ich bestimmt schon 3, 4 Mal gesehen. Geht auch sehr lang, ich glaube 3 Stunden oder so. Der geht auf jeden Fall lang. Ja, doch, habe ich schon. Tauschkiste. Nochmal einen Schluck nehmen hier. Lecker, lecker. Dann haben wir hier das Geheimnis der
Geisha, Geisha. Erotisches Thriller-Kino der Extraklasse. Naja, der hat auch Spaß gemacht. Jake and the Giants. Der war lustig. Ne? Jake und die Bohnenranke und sowas. Der war gut, 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 gut. Dann mal hier, ah ja, den habe ich auch auf DVD da stehen. Den habe ich auch noch nicht geguckt. München, den habe ich schon. Ne? Geht da um, was ist das, 1974 gewesen. Olympische Spiele in München. Da diese Geiselgeschichte da. Ja, ist auch nicht gut ausgegangen. Oh, das ist schick. Den wollte ich schon länger mal haben. Genau. Chevy Chase, Daryl Hannah, Jagd auf einen Unsichtbaren. Stimmt. Da habe ich letztens noch geguckt, wo ich den mal herkriegen kann. Prima. Ist mir bis jetzt auch noch nicht vor die Füße gefallen. Jetzt habe ich ihn. Prima. Jawohl. Sleepy Hollow. Hat man auch schon. Ja, also ich. Ich glaube, ich habe im Moment nur die, habe ich mir die, die Blu-ray habe ich mir, glaube ich, noch nicht geholt. DVD habe ich, genau. Ich glaube auch in der gleichen Edition da. Denzel Washington McRyan, Mut zur Wahrheit. Ich muss hier gleich mal anders, anders die Sachen hinhalten. Das ist auch so ein, weiß gar nicht, was ist das? Ja, so ein Kriegsdrama, in Anführungsstrichen. Aufarbeitungszeug. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. So. Stephen Kings Schlafwandler, da habe ich auch schon die Blu-ray von. Lucky's Levin, das ist ein cooler Film. Cool, cool, cool. habe ich auch die Blu-ray von. Also, wenn ihr den nicht kennt, googelt euch mal den Trailer, der Film macht Spaß. Oha, ein deutscher Film. Oh, das tut weh. Eineinhalb Ritter, Til Schweiger. Jedes weitere Wort darüber ist. Nein. Unnötig. Jean-Claude, The Order, habe ich auch mal gesehen, ist halt so ein Van Damme-Dingen. Ist jetzt nicht so, haut mich nicht vom Hocker. Also Van Damme-Filme schon lange nicht mehr. Genau, das Ding ist ja leider nie wirklich weitergemacht worden. Hier der Goldene Kompass. Da gibt es ja diese, ich glaube, Serie irgendwie auf Amazon oder sowas. Keine Ahnung. Das hat mir gut gefallen damals. Schade, dass sie das nicht weitergemacht haben. Oh, schick. Shanghai Noon mit Jackie Chan. Habe ich den schon? Nein, den habe ich noch nicht. Nein, den habe ich noch gar nicht. Also auf Blu-ray sowieso nicht, aber auf DVD habe ich den, glaube ich, auch noch nicht hier stehen. Davon haben wir schon mehrere Exemplare hier gesehen. Das Parfüm habe ich mittlerweile, glaube ich, sogar auch die Blu-ray mal irgendwo gehabt. Ah ja, Sean Connery. Outland, Planet der Verdammten. Ja. Ist auch schön, ist schon ein bisschen was älter, ist der noch aus den 70ern, ne, oder? Hier mit, genau, Sean Connery als Sheriff irgendwie auf einem Jupitermond, Marsmond oder auf dem Mond, irgendwie sowas. War aber ganz nett. The Host, ja, dieses, ich glaube, koreanische Ding, habe ich mir auch mal angeguckt, ist teilweise sogar ein bisschen witzig. Kann man gut gucken, hat Spaß gemacht. Ja, mir wieder unbekannt. Samuel L. Jackson, Carrie Ann Moss und Michael Sheen. Nee. Unthinkable. Nein, nein, nein. Wir werden sehen. Naja, Get Smart, das ist auch wieder hier so ein Slapstick-Amerika-lustiges Filmchen. Geht an meinem Humor so ein bisschen vorbei. Ist nett, aber eben auch nur nett. Katastrophenfilmchen, die mag ich ja. Den habe ich allerdings schon. Volcano mit Tommy Lee Jones. Der hat Spaß gemacht. Habe ich damals im Kino gesehen. So kurz bevor der aus dem Kino verschwand, habe ich den im Kino gesehen. Ich glaube, ich war einer von zwei Leuten im Kinosaal. Ah ja, den habe ich tatsächlich auch schon. Ja. Halloween 6. Trotzdem immer gut, so ein Ding zu haben. Ja, ich habe auch, glaube ich, die gleiche.
Müsste eigentlich klar. Müsste sein. Muss mal gucken. Es gibt ja da auch tatsächlich so Unterschiede irgendwie mit irgendwelchen Logos oder dann kein Logo drauf. Mal gucken. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Jason und die Argonauten. Sowas kann man sich doch auch immer wieder gerne angucken. Ne? Die liefen früher immer so nachmittags, sonntags im Fernsehen. Ist auch schon lange her. Aber da ist auch so ein Ding, da muss man, glaube ich, auch dann wieder Lust drauf haben, das zu gucken. Dann haben wir hier. Oh, Sylvester Stallone. Nachtfalken. Ist das nicht das mit Rutger Hauer? Oder wie heißt der andere Typ? Billy Dee Williams. Wie komme ich denn auf Rutger Hauer? Keine Ahnung. Billy Dee Williams. Doch, Rutger Hauer, habe ich doch recht gehabt. Spielt doch. Doch. Das war das doch richtig. Doch richtig. Alles klar. Ich glaube, den habe ich mal gesehen. Das ist aber schon 1000 Jahre her. Dann haben wir hier Agora, die Säulen des Himmels. Was ist das? Was ist das? Ist das? Das klingt so nach Buchverfilmung oder sowas. Das ist auch wieder irgendwas Episches vermutlich. Sagt mir auch nichts. Sorry, aber die Bilder, die versprechen einiges, die hinten drauf sind. Ne? Viel, viel Gewusel mit Menschen, viele Statisten und sieht episch aus. Oh ja, dann haben wir ja auch was Feines. Oh, das ist aber schick. Mein Gott, den habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Jackie Chan, Meister aller Klassen. Schick, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Also das war jetzt die erste Tüte. Die hat mir schon sehr gut gefallen. Ich würde jetzt hier schnell ein bisschen aufräumen und dann geht's weiter. Haha, so, weiter geht's. Einmal noch. Oh, Tüte steht verkehrt rum. So. Habe ich schon. Mission to Mars. Ja. Vor ein paar Wochen habe ich mir den erst nochmal angeguckt. Ich fand den gut. Mir gefällt sowas. Flyboys, Helden der Lüfte. Vom Produzenten von Independence Day und Der Patriot. Keine Ahnung. Fliegerfilmchen, Erster Weltkrieg oder was ist das? Sieht so aus. Dann. Touristas. Habe ich auch schon von gehört, habe ich aber auch noch nicht gesehen, weil ich habe den halt nicht hier und ja, wie das nun mal so ist, ne? Sonne, Strand, Sterben. Klingt gut. Klingt gut. Ja. Ja. Fein, fein, fein. Oh ja, der ist gut. Den habe ich schon gesehen. Mystic River von Clint Eastwood. Nicht mit Clint Eastwood. Ein wirklich guter Thriller. Der ist wirklich gut. Und ich habe damals immer abgeschreckt das Cover, weil das Bild, das sieht so scheiße aus. Ich konnte mir da nie was drunter vorstellen. Aber dann habe ich ihn tatsächlich mal geguckt und der ist wirklich gut. So, was haben wir hier? Oh, super. Stephen King's Riding the Bullet. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das mit dem... Nee, das ist das nicht. Das ist was anderes. Riding the Bullet. Nee, der hat ja so viel gemacht, also so viel geschrieben. Ich komme jetzt etwas durcheinander. Ich bin mir nicht ganz sicher, worum es dabei geht. Das finde ich aber noch raus und gesehen habe ich ihn auf jeden Fall noch nicht. Gut. Ah ja, Free Runner. Da hatte ich mir die Blu-ray mal irgendwo für 1 Euro gekauft und der Film ist nur Schrott, ne? Der Uncut Edition. Blödsinn. Nein, der Film ist Mist. So viel dazu. Das Ding hingegen ist ziemlich gut. Mindhunters mit Will Kilmer, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Und Christian Slater und so was, LL Cool J. Und der ist wirklich gut. Ne? So ein paar, das sind FBI-Schüler, Kadetten auf so einer Insel, die dann da irgendwie so einen Mordfall auflösen müssen. Der war gut. Ah, guck mal, da geht's ja weiter. Da haben wir wieder was Schickes. Sindbads gefährliche Abenteuer. Genau, ja. Wie Jason und die Argonauten, da muss man Lust drauf haben.
Aber ja. Ach ja, eiskalte Engel. Zum 27. Mal. Okay. Oh ja, auch nicht schlecht. Halle Berry, Gothica, den habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist schon eine ganze Menge dabei, was ich tatsächlich wirklich gut gebrauchen kann. Habe ich auch nie gesehen. Ist, glaube ich, mit Robert Downey Jr., ne? Spielt da mit. Genau. Robert Downey Jr., Penelope Cruz, auch noch mit dabei. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, da ist eine Szene irgendwie, da habe ich mal gelesen, da hat Robert Downey Jr. Halle Berry tatsächlich den Arm gebrochen, glaube ich. Da muss irgendwas sein, wo er sie festhält oder so. Jackie Chan. Tuxedo. Ja, der war auch witzig. Den konnte man sich auch angucken. Doch, der hat auch Spaß gemacht. So, nochmal Prösterchen. Ja, genau. So. Ja, den hat ja eigentlich auch schon ziemlich jeder gesehen. Jim Carrey, Truman Show. Habe ich hier auch DVD rumstehen. Bruce Willis. 16 Blöcke. Oh, okay. Blended. Keine Snakes on the plane. Zombies on the plane. Ja. Keine Ahnung. Zombies im Flugzeug, will man sagen. Auch schick. Chuck Norris, Kuh sagt der Schweigsame. Genau. Cooler Film. Ja, Chuck Norris, immer cool. Cool. Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, ne? Der Mann, der niemals lebte. Ist auch so ein Thriller-Film irgendwo. Was war das? Nahe Osten oder wo das spielt? Ich weiß es nicht mehr. Ist von Ridley Scott der Film. Und der ist wirklich gut. Also, wenn man so auf so Art Filmchen ist, das kein Action-Movie. So Thriller-Klamotten steht oder so. Der ist gut. Doch. Frozen. Etwas hat überlebt. Val Kilmer steht ganz groß drüber. Wäre jetzt für mich kein Garant für einen guten Film, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und das Buch nicht nach seinem Einband bewerten. Wir werden sehen. Wir gucken. Was haben wir hier? Die vier Federn. Den hatte ich letztens auch irgendwo drin. Ich weiß nicht mehr wo, aber den habe ich schon. Ja. Aber immer noch nicht geguckt. Die letzte Legion habe ich auch schon. Und gesehen, ich meine ja. Ich bin mir nicht, ich weiß jetzt gerade nicht. So, dann, was haben wir hier noch? Im Rausch der Tiefe. Aha. Ja, gut. Ja. Extended Version. Mal gucken, ob mir dann danach das Wasser bis zum Hals steht. So, was haben wir hier? John Cena, The Marine. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Filmchen produziert von diesen WWF oder WWE-Studios oder wie die sich schimpfen. Wenn ich mich nicht vertue. Den habe ich auch schon, auch auf DVD. Den habe ich auch vor einem halben Jahr oder so haben wir dann mal geguckt. Knallbumm, ist okay. Ist okay, kann man gucken. Ja, kann man gut gucken. Die habe ich tatsächlich noch nicht. Auch nicht schlecht. Wayne's World, Party On. Ja, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Sollte man kennen. Nightmare on Elm Street. Ja, brauche ich jetzt auch nicht viel zu erzählen. Ist ja diese Neuverfilmung. Die habe ich. Wer hatte mir die denn geschickt? Irgendjemand hatte mir die mal geschickt. Sorry, jetzt weiß ich nicht mehr, von wem die war. Auf jeden Fall habe ich den mittlerweile geguckt. Und naja. Das sieht wieder sehr episch aus hier. Der Untergang des Römischen Reichs. Soweit kann man ja durchaus tatsächlich, wie gesagt, so Sandalenfilmchen, die kann man ja gerne mal gucken. Ja, also die 10 Gebote habe ich auch bestimmt 8 Mal geguckt. Special Edition.
Stalingrad. Ja, habe ich auch mal gesehen. Will jetzt nicht sagen, sollte man gesehen haben, aber ja, doch eigentlich schon irgendwie. Also, gucken. Wesley Snipes, Ice-T, Mario van Peebles, Judd Nelson, New Jack City. Ja, ich glaube, der war so, naja, ich weiß, ist zu lang her. Ben Affleck, Paycheck, der war ganz unterhaltsam, sticht jetzt nicht sonderlich hervor, aber war okay, ja, wenn man nicht unbedingt auf logische Filme steht. Ja, Akte X, der Film, ja, habe ich auch schon. Die ganze Serie da stehen und so weiter. Und der Film ist da, glaube ich, auch irgendwie mit drin. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich schon. Ach ja, und hier den anderen. Jenseits der Wahrheit. Genauso. 4 Minuten längere Filmfassung. Na, schau mal an. Noch mehr X. Jawohl, Christian Bale. Equilibrium. Na, hatte ich ja letztens auch irgendwie die Kamera gehalten. Auch nicht schlecht. Adam Sandler. Leg dich nicht mit Sohan an. Adam Sandler ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, eigentlich mehr so nicht meins, aber der ging. Der ging. Ja. Johnny Depp, From Hell. Der war gut. Den habe ich gut in Erinnerung. Habe ich auch schon da drüben stehen. Was ist das denn? The Big Red One. Da habe ich jetzt ein großes Fragezeichen auf der Stirn stehen. Gut, man sieht es nicht wegen der Mütze, aber das hat irgendwas mit. Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradine. Das ist ja interessant. Ja, was das wird, irgendwas, das sieht aus wie Vietnam oder so. Gucken, habe ich noch nie, ja, wie das heute so oft ist, ne? Habe ich noch nie was von gehört. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh ja, der ist schick. Dennis Quaid, Louis Gossett Jr., Enemy Mine, geliebter Feind. Auch toller Film. Da gäbe es auch, das ist auch wieder einer der Filme, da gäbe es unheimlich viel zu erzählen. Aber nee, das würde jetzt sämtlichen Rahmen sprengen. Sam Rockwell, Moon. Ich finde das eine ganz tolle Leistung vom Darsteller hier, Sam Rockwell. Den Film habe ich schon gesehen, den habe ich auch. Aber das ist so ein Ding, den guckst du dir einmal an und dann vermutlich nicht nochmal. Wer den Film kennt, wird wissen, warum. Alle anderen müssen das Experiment noch wagen mit dem Film. Aber es lohnt sich. Ich finde, also das ist ein ruhiger Film. Aber gut. Ja, Arnold, City High haben wir auch schon. Ach, echt jetzt? Du wirst das Ding nicht los, ne? Das ist wie die Wanderhure. Tatsächlich habe ich das Ding jetzt zum dritten Mal hier in den Finger. Du wirst es nicht los, ne? Gerade meinst du wärst es, ist es wäre endlich weg, taucht es wieder auf. Das ist wie kein Ohrhasen und 2 Ohrküken. Ja, Jet Li Unleashed, entfesselt. Habe ich letztens auch in irgendeinem Paket oder so drin gehabt. Ist okay. Ist okay. Potenzial nach oben ohne Ende, der Film. Ja, geht. Geht, geht, geht. Ah ja. Da habe ich mir letztens, den habe ich mir letztens, hatte ich mir da die Blu-ray geholt oder war das eine DVD? Nee, die DVD habe ich mir geholt. Glaube ich. Hier, Spirit. Ist so im Stil von Sin City oder 300 gedreht. So. Ach, guck mal, jetzt habe ich ihn auch hier liegen. Ja, wunderbar, wunderbar. Deep Star 6. Ja, das Alien aus der Tiefe oder was hat der für einen Untertitel? Ist auch egal, auf jeden Fall ist es ein Alien in der Tiefe. Das spoilere ich ja auch jetzt auch nicht. Creature Feature. Cooles Ding, schon alt.
B-Movie, aber macht Spaß. Dann haben wir hier Charles Bronson, Murphys Gesetz, ganz hervorragend. Genau, Vin Diesel, extreme Rage. Habe ich auch noch da drüben stehen in meinem noch zu sichten Regal. Ist ja kein Stapel, ist ja ein ganzes Regal mittlerweile geworden. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, auch noch unbekannt. Sean Penn, Michael J. Fox, Die Verdammten des Krieges. Den würde ich tatsächlich gerne nochmal sehen, weil ich den auch nur einmal gesehen habe. Und das ist dementsprechend auch schon bestimmt 30 Jahre her oder so. Das gleiche gilt eigentlich auch für den Film hier. Sean Penn, Robert Duvall, Colors, Farben der Gewalt. Fein, 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 fein. So, wo geht's denn hier lang? Oha, Gregory Peck. Moby Dick. Ja, den habe ich auch mal im Fernsehen gesehen. Der lief meistens im Doppelpack. Moby Dick und Orca der Killerwal. Die liefen nacheinander weg. Ja gut, Gregory Peck, Moby Dick. Ja, das nenne ich Ismael oder so. Okay. Richard Harris, Omar Sharif, Anthony Hopkins, 18 Stunden bis zur Ewigkeit. Dann ist er dann auf dem Schiff mit den zwei Bomben. Oder vertue ich mich da jetzt? Wir werden sehen. Ich meine ja. Wie dem auch sei, ich kenne den Film. Auch wenn ich vielleicht da jetzt was durcheinander schmeiße. Den kenne ich. Den habe ich schon auch ewig nicht mehr gesehen. Otti, gute Auswahl. Gute Auswahl. Oh, das habe ich auch noch nicht. Sehr schön. 24 mit Kiefer Sutherland. Die letzte. Life Another Day, die letzte Staffel. Habe ich noch nicht. Ich habe, weiß ich gar nicht. Ein paar habe ich hier. Müsste ich jetzt mal noch genau nachgucken. Aber die habe ich auf jeden Fall noch nicht. So viel weiß ich. Oh, haha. Fein. Wer kennt's von euch noch? Die Serie UFO. Staffel 1, Staffel 2. Super. Super, super, super. Ich hatte ja vor einiger Zeit, war ich beim Otti und hatte ihm Mondbasis Alpha 1 abgeluxt, abgekauft, mitnehmen dürfen. Ja, und jetzt haben wir hier UFO mit drin. Klasse. Die hatte ich auch noch auf meiner kleinen, aber feinen Liste. Ja, super. Haben wir hier Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke, Wesley Snipes. Das Gesetz der Straße. Nee, klingt nach Thriller vom Regisseur von Training Day. So, klingt schon mal nicht schlecht. Eddie Murphy, ja, da konnte man die Filme von ihm noch gucken. Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Jeff Bridges, Tommy Lee Jones, Explosiv. Ja, der Film war nicht schlecht, aber für mich jetzt auch nicht der Knaller. Guckt man einmal, zweimal und dann ist auch gut. Brutzel Willi. Ja, ich sehe tote Menschen. Ach, guck mal, den habe ich auch vor ein paar Wochen erst geguckt hier. Michael Douglas, Kiefer Sutherland, The Sentinel. Ja, das ist schon ein Thriller, Weiße Haus, Secret Service und so. Der ist gut. Ah ja. Ja, die drei Engel für Charlie. Und genau, nochmal drei Engel für Charlie. Ja. AI, also AI, künstliche Intelligenz. Auch guter Film. Ja, habe ich, glaube ich, auch eine DVD, aber nicht in der, also die, das ist schicker. Da behalte ich dann lieber das und tue ich meins weg. Ach, da habe ich gestern noch mit jemandem drüber gequatscht. Genau, der ist ja auch jetzt gerade vor, der ist ja leider gestorben, Sidney Poitier. Und zwar haben wir hier in der Hitze der Nacht. Ja, nee, habe ich noch nicht gesehen. Ist mir wohl bekannt, geläufig, aber gesehen habe ich ihn noch nicht.
Charles Bronson, ein Mann sieht rot. Ja, der erste, da habe ich tatsächlich Blu-ray von. Guter Film, guter Film. Haben wir denn hier? Ist das das der neue? Den habe ich auch noch nicht gesehen. The Hitcher. Die Neuverfilmung. Das Original ist ja mit Rutger Hauer und ich glaube Rob Lowe spielt da mit, oder? Auf jeden Fall Rutger Hauer. Und das Ding ist super, super, super. Den kenne ich noch nicht. Wenn das das, ich meine, das ist eine Neuverfilmung, den habe ich noch nicht. Nein, nein. Ah ja, Kevin Costner, 13 Days. Da habe ich auch schon das Schnapper-Case von. Toller Film. Dreht sich um die Kuba-Krise. Sehr, sehr gut. Ja, den habe ich auch schon. Evolution. David Duchovny und Sean William Scott. Und der ist witzig. Der ist witzig. Genau. Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman im Vorhof zur Hölle. Nee. Nee. Keine Ahnung. Aber die Besetzung, ja. Hab schon. Wen wundert's? Auch in mehrfacher Ausführung. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich die Version von Otti sieht wahrscheinlich besser aus als das, was ich hier mir bisher angelacht habe. Und zwar hier das Original Dune von, ne? Das alte Ding halt, ne? Vom Lynch, ne? Ja. Punisher Warzone. Genau, ja. Habe ich auch. Habe ich das Steelbook? Ich glaube, das Steelbook habe ich davon sogar da. Oh, Hostel. Der erste. Ja. Genau. Kennen die meisten. Habe ich auch schon. Puff. Anspruchsvoll. Der Koloss von Rhodos. Das ist auch so ein Name, so ein Titel, ne? Der Koloss von Rhodos. Habe ich bestimmt auch mal gesehen. So Sandalenfilmchen und also Zeug. Früher am Fernsehen, wenn das lief, hat man immer geguckt. No, Schwarzenegger, Belushi, Red Heat. Habe ich auch schon. Jawohl, tödliches Kommando. Hurt Locker. Auch schon vorhanden. Was ist das denn? Yakuza's Law. Ja, Yakuza. Ja. Oh, ha, ja, das ist auch wieder so ein Ding hier. Fantastic Movie. Auch wieder alles drin verwurstet an irgendwelchen Filmgeschichten. Ja. Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Zodiac. Ja. Der war cool. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den haben sie bis heute nicht gekriegt, ne, oder? More American Graffiti. Gut, sind auf jeden Fall Autos drauf vorne. Das spricht mich schon mal an. Noch mehr Spaß, noch mehr Musik. Den kenne ich nicht. Ja, mal schauen. Dann haben wir hier Dolph Lundgren, Silent Trigger. Na, auch wieder so ein Scharfschützending. Halt mit Dolph Lundgren. Ah, auch nicht schlecht. Leben und Sterben in L.A. Den, nein, habe ich auch noch nicht gesehen. Sorry. Gut. So, haben wir dreiviertel Stunde voll. Dann machen wir jetzt weiter mit den Blu-rays. Weiter geht's. Upsala, das ist eine elende Papiertüte. Tatsächlich ein Mediabook. Outrage Beyond. Takeshi Kitano. Ja, okay, den kennt man ja, denke ich mal. Aber der Film. Ihr denkt es euch sicherlich, sagt mir nichts, kenne ich nicht.
Und dann das Ding, das ist das gleiche. Und Rush Beyond. Ich weiß es nicht, ich muss gucken. Ist das Teil 1 und 2 oder was? Jetzt habe ich mich bestimmt blamiert. Ich weiß es nicht, ich muss gucken. Aber hier ist nochmal, Moment, das ist aber doch jetzt. Ach, Otti, da muss ich erstmal durchsteigen. Da muss ich mal gucken, was du da eingepackt hast. Das kenne ich wieder. Jawohl, Cars 2. Prima, da hatte ich mir jetzt auch von Cars 3 die Blu-ray irgendwie geholt. Ice Age 3, Ice Age 4, da macht man nicht viel verkehrt mit, da hast du dir bestimmt irgendeine Box gekauft. Gucken wir mal. So, was haben wir hier? Hänsel und Gretel, Hexenjäger, habe ich schon, na gut. Dann haben wir hier, was ist das? Everest. Basierend auf wahren Ereignissen. Ich glaube, den habe ich gesehen. Ja, Everest, genau, den habe ich gesehen. Der war, ja, gut. Ja, S, Kapitel 1, habe ich schon. Gesetz der Rache, ja, den habe ich auch schon. Ja, FSK 16. D-Day, allein unter Feinden. Ja, Kriegsfilm halt, ne? Gucken wir mal. Nach einer wahren Begebenheit, ja. Okay. Ach, guck mal. Die Schlafwandler nochmal auf Blu-ray. Habe ich auch schon. Jeepers Creepers, der erste. Da habe ich die DVD-Box mit Teil 1 und 2. Dwayne Johnson, Herkules. Der hat eigentlich Spaß gemacht. Den habe ich aber auch schon. Den habe ich auch. Green Lantern. Ja, aber irgendwie ist meine Amari hat keine grüne. Warum hat meine keine grüne? Aber wer weiß. Unwichtig. Lauter nackte Menschen. Keine Ahnung. Ich mach mal so. Salo. Kein Plan. Das ist bestimmt wieder irgendwas Episches. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Danke, Otti. Dann, ups, jetzt fällt die Tüte hier um. Moment. So, jetzt geht's wieder. Zombieland. Der zweite, super, den habe ich noch nicht. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ja, schick, gut. Batman Begins, klar, habe ich. Dark Knight, klar, habe ich. The Day After Tomorrow, habe ich noch nicht. Nee, der würde da oben bei den anderen. Nee, den habe ich noch nicht. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Gut. Ach, guck mal, hier sind nochmal drei Engel für Charlie auf Blu-ray. Super. Und wieder ein Mord im Weißen Haus. Ja, mit Billy Zane ist das so, wie das aussieht. Ja. Ja, gut, kann man mal gucken, aber da erwarte ich jetzt eigentlich nichts. John Carpenter, das Ding aus einer anderen Welt. Klar. Habe ich auch schon. Und wie es sich gehört, habe ich natürlich auch den hier, den Tor. Ja. So, dann haben wir hier, weiter geht's. Ja, Krieg der Götter. Den habe ich auch schon. Den habe ich schon. Ah ja, hier, ne? Dann hat man Elmsried nochmal, die neue habe ich auch schon. Und guck mal, den habe ich noch nicht. Das ist doch gut. Insidious, The Last Key. Der fehlt mir noch. Die Reihe bin ich auch gerade dabei, mir zusammen zu suchen. Jason Statham, Mac. Auch fein. Super. Habe ich auch noch nicht. Habe ich schon gesehen, aber ich habe den Film noch nicht hier stehen gehabt. Blade Runner haben wir auch schon.
Jawohl. T2 Trainspotting. Nee, der zweite hat mir nicht gefallen. Ja, dann haben wir hier noch einen ohne Dinges. Ja, Star Trek. Zornskan. Star Trek Klamotten habe ich aber auch alle schon. So, überraschenderweise sind wir jetzt fertig. Ja, also den ganzen Krempel habe ich dem Otti abgekauft und Otti nochmal vielen Dank. Ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Kann man durchaus sein. Und eine Menge Zeug dabei, was ich schon habe. Aber auch eine Menge Zeug dabei, was ich noch nicht habe, was ich nicht kenne. Und was ich mir sowieso holen wollte. Von daher, alles tutti, alles super und perfekt. Ja. So, jetzt haben wir hier fast eine Stunde voll. Das ist ja ganz furchtbar. Ich glaube, wenn ich das umräumen, dann rausschneide, dann sind wir bei einer Dreiviertelstunde oder so. Mal gucken. Dann höre ich jetzt auf zu quatschen. Haut es mir gerne unten in die Kommentare. So ein, zwei Filmchen war ich ja so ein bisschen ratlos. Ja, wer bis hierhin durchgehalten hat, abonnieren nicht vergessen. Das wird garantiert nicht das letzte Video gewesen sein. Und an dieser Stelle nochmal schönen Gruß und Otti. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut zusammen. Bis dann. Ciao.